Hallihallo, Hallöchen. Mir ist übrigens aufgefallen, am Anfang der letzten Folge, hatten wir uns immer ganz kurz hier reingeschaut, diese Geräusche. So, ein Wunderschön. Und herzlich willkommen zurück zum, sind zum Glück nicht so laut, aber man hört es halt im Hintergrund. Ja, ich nutze seit neuestem als Mikrofonhalter mein Raspberry Pi, also das Gehäuse von dem Raspberry Pi, was ich als mein Testserver benutze, also auch als mein Testserver. Ich habe ja, mein Hauptserver ist ja mein Laptop, aber ich habe auch einen Server, den ich nicht für mich hoste, sondern für jemanden anderes, für den Herrn Chest, und der läuft halt auf einem Raspberry Pi. Lange Geschichte, warum, ist aber auch egal jetzt. Und ja, der hat ja ein Funkmodul, das heißt, das Mikrofon hängt genau über einem WLAN-Stick. Schön blöd gelaufen. Das heißt, ich habe jetzt das Ding auch mal, ne, mal oh, scheiße, ist gerade online. Auf einem anderen Server. Auf jeden Fall, das hier ist der Raspberry Pi. Und ja, ich habe jetzt mal den Mindset-Server für die Dauer der Aufnahme mal abgeschalten. Hoffentlich denke ich da mal dran. Ja. Dumm gelaufen. Warum habe ich hier auch überhaupt so viele WLAN-Sticks? Also eigentlich sind es nicht viele. Eigentlich habe ich halt bloß einen für den PC. Und deshalb noch einen vom Raspberry Pi. Und egal, wo ich das Mikrofon hinpacke, es ist halt immer entweder sehr nah am Rechner oder sehr nah an einen von den WLAN-Sticks. Oder irgendwo, wo ich es nicht befestigen kann. Ich meine, ich könnte das Mikrofon auch irgendwo anders entpacken, aber kann es halt schlecht befestigen. Ja. Ich muss mir mit dem Mikrofon echt mal was einfallen lassen, wo ich es am dümmsten hinpacke, wo es halt nicht stört, aber halt ein kristallklares Audiosignal produzieren kann. So, wir haben mittlerweile alles, was wir brauchen, um loszulegen. Wir haben Silbersand, davon nehme ich mal, so ein bisschen was und pack das unten mal in den Dingserkasten. Ach ja, siehst du? Scheiße. Eben, hier passt immer nur ein Stack mit einmal rein. Bäh. Das heißt, wir werden immer die Dinge immer wieder nachfüllen müssen. Und wir brauchen Blätter. Viele Blätter. Ganz viele Blätter. Ich wünschte... Habe ich das überhaupt schon mal probiert, ob man das Gras verbrennen kann? Vielleicht kann man es ja doch verbrennen. Das wäre jetzt relativ ernüchternd, wenn ich das probiert hätte. Hä? Moment mal. Ach halt, Quatsch. Hier hinten. Doch, man kann es verbrennen. Ach, ist auch das normale Gras. Ja. Dann, das bitte nicht. Das normale Gras kann man verbrennen, aber es geht um dieses komische Spezial. Bin ich jetzt dumm? Ja, ich bin dumm. Stimmt doch, es wird immer dieses normale Gras. Okay. Dann füttern wir mal die Öfen mit dem Gras. Ich hab gehört, Gras brennt ultra gut. Ich meine, echtes Gras brennt tatsächlich sehr gut. Oh, hab ich jetzt... Hä? Ich hab's gerade in der Kiste sortiert, kann das sein? Ja. Danke dafür. Ich meine, Gras brennt natürlich auch im Echten sehr gut, wenn es halt trocken ist, ne? Ich meine, wenn trocken ist, brennt eigentlich alles gut. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, so, jetzt ist der hier aktiv. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen arbeiten. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt halt hier in der Nähe sein, um halt immer wieder die Öfen nachzufüllen. Weil der verbraucht halt relativ viel in relativ kurzer Zeit. Und hier passt halt immer nur ein Stack rein. Das heißt, hier muss ich auch immer wieder nachfüllen. Ich hole mal noch ein paar Blätter. Weil ich glaube mal, das Gras reicht halt nicht so lange. Von daher... genehme ich mir da mal noch ein bisschen was? Nee, der Wasserklatsch nicht.
die Kiste hier. Upsala. Die Kiste war leer. Oh ne, hier ist massig Gras drin. So, hier wollen wir mal runter. Gucken wir uns mal die Öfen hier an. Sieht tatsächlich gut aus. So. Erstmal das Gras, dann kommen die Blätter und dann kommt alles andere. Hier kann ich auch mal immer wieder ein bisschen nachfüllen. Sehr schön. 60, 69. Das heißt, der wird zuerst leer gehen. Jetzt fülle ich dann das nächste Mal ein bisschen nach. So. Das heißt, das wird jetzt eine relativ langweilige Folge, weil ich jederzeit halt nur dabei bin, nachzufüllen. Ein Träumchen. So, nehme ich dich doch mal hier mit raus. Eigentlich könnte ich mal durchgucken, was man alles verbrennen kann. Außerdem sollte ich vielleicht doch nicht alles an Gras verbrennen. Ich meine, ne, so als Deko kann man es durchaus mal verwenden. Zwei Stacks lasse ich einfach mal da. So. Als nächstes kommen mal diese Apfeldinger hier. Und dann kommen wir ein paar Tropenblätter. Stimmt, Tropenblätter haben wir auch noch massig hier. Okidoki. Eigentlich gibt es so viel, was man hier verbrennen kann. Wir könnten auch die ganzen Stöcker hier verbrennen, das haben wir auch massig produziert. Ach, herrlich. So viel brennbares Material. Also wenn unsere Bude irgendwann mal abfackeln sollte, dann brennt sie auf jeden Fall normgerecht. That's for sure. Na komm. Okay, das Gras hält tatsächlich genauso lange wie die Blätter. Jeweils immer zwei. Ne? Also. Wisst ihr schon. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wieso kann ich es nicht kombinieren? Das macht noch Sinn. So, hier ist gleich alle. Ich glaube, den Stack packe ich doch auch noch mal hier in die Kiste rein. So. Ich fühle mich gerade wie so ein Lokomotivführer, also hier von der Dampflok, die ganze Zeit nur dabei sind, Kohle nachzuschippen. Kennt eigentlich überhaupt noch jemand Dampfloks? Warum erzähle ich überhaupt was von Dampfloks, wenn die sowieso keiner mehr kennt? Ist genauso wie Schnee. Ist genauso wie Disketten. Diese Welt ist so verloren. So, das hier wird zuerst ausgehen, das heißt, hier muss ich zuerst drauf aufpassen. Auf jeden Fall für die Dampflok noch kennen sollten, ne, die wissen, was ich meine. Das waren so eine großen Loks, da hat man einen riesigen, großen, schwarzen Kessel. Und die wurden halt mit Kohle betrieben, ne? Nicht mit Diesel oder Benzin oder Strom oder Nitroglycerin oder Atomkraft. sondern halt mit Kohle. Und ja, wie gesagt, da Kohle halt relativ ineffektiv war, also nicht die Kohle war ineffektiv, sondern Kohle wurde damals wurde halt in der Dampflok verbrannt. Die dadurch erzeugte Wärme hat dann Wasser verdampft und durch das Wasserverdampfen hat es sich halt ausgedehnt, ne? Weil wenn etwas verdampft, also von flüssig in gasförmig geht, dann steigt das Volumen
explosionsartig an. Und genau damit hat man quasi Druck erzeugt, der dann die Kolben bewegt hat, der die Räder angetrieben haben. Das war das Grundfunktionsprinzip einer Dampflok. Und da das halt nicht so effektiv ist, hat man halt, wenn man die Dampflok halt voll ausgefahren hat, waren halt Lokomotivführer damals wirklich die ganze Zeit, beziehungsweise damals gab es noch zwei Personen in einer Lok. Da gab es halt nicht nur den Lokführer, sondern halt den Lokführer und halt jemand, der nur dafür da war, die Kohle nachzuschöpfen, weil eine Dampflok hat dabei wirklich so viel Energie verbraucht, dass da wirklich eine Person die ganze Zeit nur dabei war, die Kohle nachzuschöpfen, weil die Dampflok halt so extrem viel verbraucht hat. Und genauso fühle ich mich jetzt gerade auch hier. Wobei, wir warten jetzt hier gerade eigentlich fast immer nur. Aber trotzdem erinnert mich das gerade erschreckend. Ach Gott. So. Tja, müssen wir uns mal überlegen, ob das hier vielleicht. Siehste? Warte mal gerade. Achso, scheiße, ich hab keine Pumpe. Okay, ich probiere mal ganz kurz was. We need das hier. Ach scheiße, wir haben kein Pusher. Ich habe gerade überlegt, ob wir was bauen könnten, mit dem automatisch Kohle nachgelegt wird. Also, dass wir eine Kiste haben. Achso, siehst du, bringt ja sowieso nichts. Ah, Kacke. Ah, nee. Weil dann werden die Öfen halt dauerhaft voll. Und wenn wir denn die Öfen nicht brauchen, dann würden die halt die ganze Zeit Material verschwenden, weil die halt auch dann aktiv sind, wenn die Energie nicht gebraucht wird. Weißt du, wozu gibt es so eine schon komische Schaltanlage, wenn diese nicht automatisch die Öfen ausschalten kann? Also die Generatoren ausschalten kann. Das ist halt so dumm. Ich meine, es hängt doch extra alles an ein Netz. Es wäre also rein technisch gesehen von der Lua-Programmierung nicht so schwierig zu sagen, okay, das Ding hier gibt den Energiewert, diesen Demount-Wert halt weiter. Und wenn man so eine Generatoren hat, dann merken die, okay, der Wert an benötigter Energie ist gleich 0, also brauche ich selber auch überhaupt keine Energie erzeugen. Wenigstens das könnte man noch hinzufügen. Oder nicht? Hä? Oder habe ich zu hohe Ansprüche? Das kann man hier gleich stellen. Switching Station. Achso, wie der Channel heißt. Ah, wow. Ich habe es denn hier wenigstens irgendwo. Kann man das irgendwie ablesen? Oder nö. Naja. So, als nächstes ist denn der hier leer. Ich glaube, dann haben wir auch erstmal genug. Viel mehr mache ich dann auch gar nicht. Ja, komm, ich lasse die jetzt hier auslaufen und wenn die fertig sind, sind sie fertig. Dann haben wir erstmal genug. Die restlichen Plätze packe ich erstmal wieder rein. Das sollte dann erstmal reichen. Dann haben wir zwei Stacks. So groß wird der Turm ja auch gar nicht. Hä? Hey, Moment, mal habe ich hier gerade. Okay. Sah gerade so aus, als wenn der Texturfehler wäre. Aber passt doch alles. Dann haben wir erstmal fast zwei Stacks. Das reicht denn. Man muss ja nicht übertreiben. So, dann warten wir mal noch, wie gesagt, bis die beiden hier fertig sind. Können wir eigentlich sogar schon. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Säge vielleicht nicht doch hier unten reinstellen. Dann müsste der halt in die Ecke kommen. Und da kommt die Säge hin. Ich mach das mal, guck mal, ehrlich. Dann können wir nämlich unten gleich direkt die Blöcke auch nochmal zusägen. Muss doch wieder umsortieren hier.
So. Na, warte mal kurz. Ich mach's mal so, wie man es auch im Echten machen würde. Dass das Sägeblatt quer zu einem steht. Ist von der Handhabe her besser. Also jetzt im Reellen gesehen. Ja, wobei im Reellen, ne, ist auch längs vorteilhaft, wenn man große Stücke hat, die man dann einfach schieben kann. Ja, ich habe schon mal mit Sägen gearbeitet, daher kann ich mir sowas wirklich vorstellen. Aber für kleinere Arbeiten ist es so auf jeden Fall besser. Ja, wobei eigentlich auch nicht. Ich lasse es trotzdem so. Ja. So, bis dann mal fertig wird oder was? Ach, Trauerspiel. Okay, die halten doch relativ lange. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die schon längst fertig sind, schon längst leer sind. Aber scheinbar ist der hier doch schneller fertig, als die Blätter leer sind. Lol. Naja. Vor allem, wie gesagt, ne, ich habe hier 400. EU steht wahrscheinlich für Energy Unit. Also Energieeinheit. Super kreativ. Auf jeden Fall habe ich halt 100 Verschwendung. Moment, aber kann ich das machen? Nee, kann er nicht. Was? Oh. Raus. Raus. So. Genau, heißt also, ich habe 400 zur Verfügung, verbrauche aber nur 300. Das heißt, wir haben quasi super ineffizient, wo wir mal ein Viertel der verfügbaren Energie einfach verpuffen lassen. Ist eigentlich nicht sehr schön. Was habe ich so ein Ding, Alter, ernsthaft? Ach, kommt ihr ins Lager? Packe ich am besten jetzt gleich ins Lager. Dann haben wir hier nicht so viel Trash drinne. Beziehungsweise die Frage ist auch, was wir dann später beim Turm brauchen. So, jetzt erstmal eine andere Sache, und zwar Sägen. Wir brauchen scheiße viel von allem. So, das heißt, zuallererst nehmen wir das. Dann nehmen wir mit 99 hiervon, 99 davon und dann 99 davon. So, Rest kann, ja, okay, komm, 1, danke. So, jetzt noch mal hier das Gleiche. 98 hiervon. Und dann 99 hiervon und 99 hiervon. So. Hier, Quatsch, doch, genau. Hiervon rekombinieren wir wieder ein. So, dann haben wir da auch 98, perfekt. So, das sollte soweit passen. Jetzt brauchen wir bloß noch das Replacement-Tool und wir werden wahrscheinlich auch einen Schraubendreher brauchen, weil ich sonst nicht weiß, wie die Sachen positionieren sollen. Allerdings ist der Schraubendreher bei der letzten Aktion kaputt gegangen. Wir müssen uns also erstmal einen neuen bauen. Haben wir hier Eisen? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben hier Eisen. Dankeschön. So. Okay. Da würde ich mal sagen, auf zur Plattform. Ich werde erstmal einfach ganz solide, stupiden, dummen Dingsbums in die Höhe ziehen. Solche Sachen wie Türen und Fenster kommen wir, machen wir dann später rein, wenn wir wissen, wo die Treppe ungefähr lang geht. Hä? Hat mir nicht hier schon ein Podest gebaut? War mir irgendwie so. Okay, dann müssen wir den also auch noch bauen. Interessant. Ach scheiße, brauchen wir dafür auch noch Schrägen.
So, die Frage ist, wie groß muss das Ding überhaupt noch werden? Also wir haben eine Mitte, dann haben wir zwei Schrägen, eine 45 Schräge, nochmal zwei Schrägen und dann geht es wieder gerade. Das heißt, wir haben eine Breite von 1, 2, 3, 4 plus die Mitte, nochmal 4, also insgesamt, ja genau, 9 Stück. Das heißt, wir brauchen insgesamt eine Grundfläche von 11, damit wir halt ein bisschen Überhang haben. Ne? Sieht halt einfach für ein Fundament besser aus. Die Frage ist, wollen wir das Fundament wirklich im Boden, also wollen wir das Fundament im Boden einlassen oder wirklich so wie hier einen Block in die Höhe bauen? Doch, wir bauen es einen Block in die Höhe. Die sieht besser aus. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal hier so an. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wird nie im Leben passen. Scheiße, wird das groß. Das heißt, wir müssen den Sandkack hier auch noch abtragen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz, also ein bisschen mehr zum Landinneren kommen. Das heißt, an der Stelle hier. So ungefähr. So. Jetzt haben wir hier nochmal zwei. Alter, wieso? Ich sag's ja, ich glitch andauernd in irgendwelche Sachen rein. So, dann können die beiden Blöcke nämlich wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Dann kommen hier noch zwei hinzu. Und dann sollte das von der Grundfläche her auch passen. 11. Das haben wir hier nämlich dann 1, 2, 3, 4, 5. Alter, die Waldwehr, das passt aber nur gerade so. 1, 2, 3, 4, 5. Ding wird halt doch riesig groß. Ja, wobei, das geht eigentlich. Aber vielleicht sollte ich hier direkt die Ecken doch ein bisschen abrunden. Gucken wir gleich mal, wie wir das am idealsten machen. Am besten, also hier wäre die Mitte. Die Mitte wäre auf jeden Fall hier. Dann geht es hier zwei rein. Das heißt, die Mauer geht hier lang, dann geht sie hier so schräg rüber. Das heißt, der hier kann schon mal wegbleiben. Da brauchen wir nur noch hier ein. Hallo? Oh, bin voll. So, das heißt, genau hier, dann geht es hier so lang, dann geht es hier so rein. Oh, ich bin komplett raus. Also 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. So, damit ich mal klar denken kann. Müssen ja hier eigentlich auch wieder 2 sein, richtig? Und jetzt müsste ich eine perfekte Schräge haben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Und hier dann. Genau, doch, so ist richtig. So, okay. So, das heißt also immer 2. 1, 2. Genau, das heißt, die hier waren schon wieder umsonst. Ach ja, immer dieses Cleanstone verschwinden. Ich meine, zum Glück sind sie nicht so teuer, aber es ist halt trotzdem immer Arbeit und Warten und dann macht man Geld umsonst und dann ist alles am Arsch und dann will man sterben und dann hat man Todessehnsucht. Tja, wenn ich jetzt die Ecken sowieso abrunde, hätte ich das doch ein bisschen mehr ans Wasser ranbauen können. Wobei, so ein bisschen weit am Land ist es. Ist so schon in Ordnung. Es geht tatsächlich. So. Und jetzt hier 1, 2, 3.
4, 5 und jetzt geht's hier wieder gerade. 1, 2, perfekt. Sehr schön. Ich falle dann schon oft in die Erde rein, in Blöcke rein. War ja eher Stein. So, perfekt. Damit haben wir das Fundament schon mal fertig. Meine Idee, weswegen ich hier noch ein bisschen mehr Platz haben wollte, ist, ob wir hier als Außenrand nochmal Slabs hinsetzen. Das würde vielleicht gar nicht so dumm aussehen. Ich mach's einfach mal. Die Frage ist, wie viele brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also 48. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. 48. Halleluja. So. Dann einmal hier. Danke, 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 danke. So, da man die nicht wieder abbauen kann. Oh, und schon haben wir verkackt. Weißt du was? Ich mache das direkt mit dem Replacement Tool. Sind die eigentlich alle ausgerichtet? Ja doch, die sind alle richtig ausgerichtet hier. Okay. Dann heißt das, die hier sind alle falsch. Die ist richtig. Ach so, ja, mit dem Replacement Tool gehen die ja dann trotzdem verloren. Na okay. Dann lassen wir es einfach mal so. Wird nie jemand merken. Ist ja nicht so, als wenn ich das gerade hier im Let's Play wunderschön angesprochen hätte. Warum habe ich jetzt auf einmal Platz im Inventar? So. Perfektion. Wunderbar. Sieht doch geil aus. So, und jetzt kommt das Schwierige, wobei das mache ich lieber als nächste Folge. Obwohl die Folge ist jetzt schon wieder zeitmäßig fast um. Aber als nächstes kommt dann quasi der erste Ring. Und der zweite Ring. Und der 50. Ring. Wie gesagt, Schraubendreher war ja dabei. Das heißt, eigentlich sollte es funktionieren. Hoffentlich werde ich daran nicht zugrunde gehen. Bis dahin dann.